Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Heute habe ich nicht ganz so viel zum Zeigen. Ich war gerade im Markauf gewesen und ich wollte ein paar Sachen nochmal holen und deswegen gibt es heute nochmal einen kleinen Food Haul von mir. Ich habe Bratwurst gekauft von Lammer Schmidt. Die sind auch etwas teurer. So sehen die einmal aus. Die sind also. Ich wollte letztens, wollte ich mal Bratwurst kaufen von der Frischtheke im Markauf, aber die haben die immer so eingeschweißt. Sehen die einmal aus. Da sind 5 Stück drin und die schmecken richtig lecker. Und dann habe ich 15 Fischstäbchen, also so eine Packung, gekauft, weil wir haben fast gar keine mehr. Dann hat sich mein Mann hat sich dann einmal diesen Prosciutto Schinken gewünscht, den habe ich dann gekauft. Dann habe ich einmal so frische Eier, die habe ich mitgenommen. Bei uns Eier sind fast alle. Ich wollte nämlich gerne Waffeln backen und auch mal Kekse. Deswegen wollte ich nochmal Eier holen. Dann habe ich das hier entdeckt. Das sind Mini-Kartoffeltaschen. Da sind 12 Stück drin. Wollte ich mal ausprobieren. Das sind so kleine und dann hatte ich so Hunger drauf, als ich das gesehen habe. Dann habe ich einmal noch Bananen gekauft. Die sind uns alle gegangen. Dann habe ich einmal so Kaisergemüse. Das 1 Kilo. Das ist bei uns auch leer gegangen. Dann liebe ich beim Markauf. Liebe ich einmal diese Rosinenschnecken und immer wenn sie welche da haben, nehme ich mir mal eine Packung mit. Die mussten einmal mit. Dann habe ich Wassermelone gekauft. Die ist 1,7 Kilo schwer. Die hat 1,32 Euro gekostet. Die ist aber schon so fertig geschnitten. Das ist jetzt nicht so ein kleineres Stückchen, weil so eine riesengroße Wassermelone, die schaffen wir nicht. Und die kleinen mag ich nicht so gerne und deswegen finde ich das immer ganz cool. Die kann man auch gut verzehren. Also man muss sich die nur klein schneiden, also und dann ist das nicht so riesig, weil es gibt ja ganz große Wassermelonen, das schaffen wir einfach nicht und deswegen hatte ich eine Weile auch immer diese kleinen gekauft, aber die fand ich dann nicht so lecker, beziehungsweise die wurden schon mal zurückgerufen vom Aldi, weil da was mit war. Und seitdem kaufe ich gerne mal so im Markauf mal immer so schon so eine geschnittene. Außer wenn man mal mehrere Leute einladen sollte, dann kann man sich ja eine größere kaufen. Dann habe ich noch mal einmal so Granatapfelsaft geholt. Dann habe ich das hier entdeckt. Das sind so Milchkater, nennt sich das. Ich habe das schon mal gekauft für eine Verlosung. Da habe ich das schon mal ausgelost. Aber die haben von Katjes, haben die ganz viele Family-Packungen. Die hatten die auch eine mit Meerjungfrauen. Und dann noch eine mit so Herzen. Aber ich wollte einfach mal den Milchkater mal probieren, wie der schmeckt. Dann habe ich von Lego Friends so eine Zeitschrift gefunden. Die bekommt meine Nichte. Also meine Nichte kann ja auch schon lesen. Und sie liebt Lego Friends. Und da sind auch richtig tolle Poster drin und auch so Comic, also richtig süß gemacht. Das wollte ich dann meiner Nichte einfach mal schicken. Dann schreibe ich ihr so einen Brief. Also ich finde das dann so ganz cool. Muss ich dann so richtig schön schreiben, sodass sie es auch lesen kann. Ja, das geht dann morgen raus. Und dann habe ich noch eine Tafel Milka-Schokolade. Die ist aber noch im Kühlschrank. Ob ich die im Kühlschrank reingetan habe. Ich muss mal gucken. Oder ob die Nee, hier ist die einmal. Ja, dann habe ich
so Star-Snacks mitgenommen. Zum Probieren. Das einmal. Und dann habe ich noch was von Schleich gefunden. Ich zeige euch das einfach mal. Also hier kostet der Originalpreis 34,10 Euro und dann 50% auf 17 Euro. So sieht das einmal aus. Ich finde das richtig cool mit mehr Jungfrauen. Also entweder kommt das für mein Projekt, was ich machen werde, oder ich verschenke das meiner Nichte, weil das ist richtig süß. Ich muss mir das einfach mal angucken. Aber die hatten nur eins davon und 50% ist ja schon ein super Preis. Und meine Nichte, die spielt auch gerne mit so Schleichfiguren mal. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das einfach mit, weil 50%, das ist ein super Preis. Weil wenn man sich die kleinen Figuren mal anguckt von Schleich, die sind ja ziemlich teuer. Deswegen, und das ist ja so eine richtige Muschelkutsche mit so einem Seepferdchen. Das habe ich dann einmal mitgenommen. Entweder bekommt es meine Nichte oder ich werde es integrieren in mein Projekt, was ich machen werde. Aber ich denke mal, das ist so cool, dass ich das verschenken werde. Mal schauen. Das war so der kleine Food Haul gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss.